Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Robin Weber und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer kleinen Videoreihe der modernen Fitnessmythen. Und heute geht es darum, der Mythos heißt, Frauen sollten anders trainieren als Männer. Und gehen wir da einfach mal drauf ein oder auf dieses Grundthema überhaupt mal ein. Frauen und Männer sind ja immer ein beliebter Gesprächsstoff insgesamt und es gibt ja so viele Mythen, gerade zwischen Fräulein und Männlein, dass Frauen schlechter einparken als Männer, dass Frauen besser im Multitasking sind als Männer, dass Männer nicht zwei Sachen gleichzeitig machen können und so entstehen ja unfassbar viele Mythen, die nicht wissenschaftlich fundiert sind. Und genauso ist es auch beim Training. Deswegen, nein, dieser Mythos stimmt nicht, Frauen und Männer sollten gleich trainieren. Und da ist es halt genau so, ob Mann oder Frau, Training sollte sich immer an die vier Säulen halten. Heißt Kraft, Ausdauer, Elastizität und Flexibilität und Koordination. Und diese vier Inhalte braucht jedes Training, Mann oder Frau. Und da aus dem Trainingsalltag insgesamt einfach mal erzählt, ich habe das Gefühl, dass es ganz sehr an dem Spaßfaktor hängt und gar nicht so sehr an dem an der Effektivität des Trainings, sondern Frauen sind halt viel besser in der Elastizität grundsätzlich als Männer. Oder Koordinationstraining machen Männer sehr, sehr selten, einfach weil es Männern nicht so viel Spaß macht. Dafür immer Krafttraining. Dafür machen Frauen sehr selten Krafttraining. Und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass es sinnvoller ist, sondern dass es den Menschen einfach mehr Spaß macht. Und dass es den Frauen mehr Spaß macht, das Elastizitätstraining durchzuführen und dass es den Männern mehr Spaß macht, das Krafttraining zu praktizieren. Aber sinnhaftig ist das nicht. Sinnhaftig ist immer ein Training basierend auf den vier Säulen. Kraft, Ausdauer, Elastizität und Koordination. Das möchte ich euch hier erstmal sagen. Und als nächstes einfach mal auch für die Frauen, Krafttraining macht sexy und ein muskulöser Arm ist ein schöner Arm. Also was heißt muskulös? Wenn man ordentliches Krafttraining macht, hat man einen straffen Arm und kriegt einen straffen Arm. Und Frauen werden aus genetischen Grundprinzipien schon nicht extrem muskulös, dass ihr Angst haben braucht, dass ihr nicht mehr durch die Tür passt, sondern ihr... ich empfehle euch, effektives Krafttraining zu machen. Und da traut euch auch ruhig mal in den Freihandelbereich und fragt eure Trainer und holt euch Empfehlungen ab. Und ein kleiner Tipp auch für die Männer, es ist auch möglich, in einem Kurs Krafttraining zu absolvieren. Und da geht auch mal in die Kurse rein, holt euch ein paar Trainingsinspirationen, dass ihr auch mal einfach aus eurem Trainingstrott ein bisschen rauskommt. Weitere Inspirationen jetzt für euch, nutzt weiterhin unsere Online-Angebote. Kontaktiert euch, wenn ihr Variabilitationsmöglichkeiten haben möchtet, über die App. Schreibt uns an, wir beantworten eure Fragen gerne. Durchstöbert unsere Homepage nach unseren Online-Möglichkeiten und wir hoffen, wir bleiben in Kontakt. Meldet euch bei uns, wir sind immer gerne für euch da und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.